Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zur Initiative GFM 25. Das ist ein kleiner Future Backwards Prozess innerhalb der Gesellschaft für Wissensmanagement. Und dafür möchte ich gern unser Enterprise Social Network Yammer verwenden. Die GFM nutzt Office 365 schon seit Anfang 2015. Gibt es einen kleinen Newsletter, den verlinke ich in dem Blog auch dazu. Da werden da die Hintergründe erklärt. Da gehe ich heute aber nicht drauf ein, sondern ich werde speziell auf die Yammer-Nutzung eingehen, weil wir die für den Prozess GFM 25 brauchen. Ich zeige euch zunächst mal, wie man überhaupt zu Yammer kommt. Ausgehend von der Startseite der GFM gibt es da keinen Link. Das heißt, ihr müsst in die Browser-Adresszeile portal.office.com eingeben. Das ist die Office 365 Startseite. Und dann landet ihr auf der Login-Seite von Office 365. Und da ist wichtig, dass ihr euch mit eurem GFM-Account anmeldet. Also falls ihr von der Firma zum Beispiel oder selber Office 365 nutzt, habt ihr da bestimmt einen anderen Account noch. Damit kommt ihr aber nicht auf unseren Yammer, sondern ihr müsst tatsächlich den der GFM nehmen. Falls ihr den Login nicht vorliegen habt oder Passwort vergessen habt, müsst ihr mal in euren E-Mail schauen, dann müsst ihr da eigentlich einen Zugang bekommen haben. Ansonsten wahrscheinlich beim Mike Heininger melden, der kann euch da bestimmt weiterhelfen. Ich melde mich da mal an. Wer noch nie auf Office 365 war, der könnte da eventuell erstmal erschlagen sein, weil ihr seht da erstmal sehr viele verschiedene Dienste. So sieht es jetzt bei mir aus. Und man sieht hier E-Mail, Kalender und so weiter und so weiter und unter anderem eben auch Yammer. Wenn ihr innerhalb des Office 365 hauptsächlich Yammer nutzen wollt, dann könnt ihr euch hier bei dem Konto, also auf Konto anzeigen, gehen oben auf das Bild, dann Konto anzeigen. Und dann hier unten bei den Einstellungen, springe ich mal hin, steht hier Startseite, Office 365 Startseite und ihr könntet das jetzt auch auf Yammer ändern. Das würde heißen, jedes Mal, wenn ihr euch in Office 365 anmeldet, ist sofort Yammer die Startseite. Vielleicht ein kleiner Trick, wenn man da einen Tick schneller sein will. Mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe hier mal direkt in Yammer rein. Da geht jetzt hier ein neues Fenster auf, andere machen wir mal zu. Man sieht oben in der Leiste yammer.com/gfm.de. Das ist sozusagen unser Netzwerk. Ich habe hier links, seht ihr vielleicht am Telefon, meine Notizen, damit ich nichts vergesse, was ich euch erzählen möchte. Genau, was ihr seht, ist so ein ganz typischer Aufbau von so Webdiensten. Wer Facebook nutzt oder LinkedIn, kennt das. So ein dreispaltiges oder umgekehrtes U hier oben. Yammer, Gesellschaft für Wissensmanagement, Zugang zu eurem Profil. Dann hatten wir hier drei Spalten, linke Spalte, Hauptspalte und die rechte Spalte. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Hier das Haussymbol, könnt ihr euch vorstellen, da kommt er immer wieder auf die Startseite sozusagen zurück, die Seite, wo wir jetzt sind. Dann gibt es den Posteingang, wenn euch jemand Nachrichten schickt, das geht auch, private Nachrichten, generell Nachrichten, wenn irgendwas passiert im Netzwerk, steht hier hinten auch immer dran, wann das passiert ist. Also das ist immer so diese Logik. Chronologisch rückwärts, ne? Das heißt das Neueste zuerst, wie man es vielleicht von einem Weblog auch kennt. Dann hier das Benachrichtigungssymbol, die kleine Glocke. Bei der Glocke ist es so, immer wenn irgendwas passiert, wo ihr was beobachtet oder jemand reagiert auf einen Inhalt, dann seht ihr das hier mit dem Benachrichtigungssymbol. Also zum Beispiel sehe ich hier, Silvia hat eine Nachricht gefallen, die ich hier geschrieben habe im Netzwerk vor 13 Minuten. Also ich sehe auch, wann das war. Wenn ich mit der Maus über den Namen gehe, wird auch so klein das Profil von ihr eingeblendet. Ich sehe, ob sie online ist. Das ist der kleine grüne Punkt. Ich kann hier direkt folgen. Na, Moment, ausgerutscht, folgen oder auch eine direkte Nachricht schicken. Ja, also das geht direkt von hier aus. So, dann haben wir hier die Einstellungen. Da gibt es Verschiedenes. Zum einen mal kommt ihr hier zu eurem Profil. Ihr seht, ich habe so ein kleines Profilbild da drin. Das könnte ich hier ändern. Ich klicke hier mal drauf auf das Profil. Na, dann sieht man hier sozusagen mich, welche Rolle ich habe. Beirat. Hier könnte ich das Profil bearbeiten. Also wenn ihr jetzt das erste Mal im Yammer seid, ist wahrscheinlich euer Profil noch leer. Dann könnt ihr das ausfüllen. Na, hier rechts am Rand landen dann die Profilinformationen, die ihr eintragt. Wer will, kann da Interessen und Kompetenzen und seinen Skype-Account und eine Telefonnummer einlegen. Das ist ganz schick, wenn man sozusagen mal suchen will, wer eigentlich in der GFM ist. Findet man nicht alle, aber zumindest die, die auf Yammer sich angemeldet haben und ihr Profil ausgefüllt haben. Genau, dann gibt es hier oben so ein paar Reiter. Info sind die Basisinfos, die ich im Profil eintrage. Dateien, wenn ich sozusagen irgendwelche Inhalte hier habe, Dateien bereitstellen möchte, geht es hier rüber. Habe ich jetzt noch keine. Bilder das gleiche, habe ich auch noch keine. Videos auch noch nicht.
Textmarken sind sozusagen Bookmarks, also Sachen, die ihr euch merken wollt. Vielleicht kennt ihr das aus Facebook, wenn man da mal einen Post gesehen hat und will den 3 Wochen nochmal später finden, schafft man das meist nicht. Dafür sind diese Textmarken, eigentlich müsste man Favoriten vielleicht besser sagen, zeige ich euch aber nachher noch, wie das funktioniert. Genau, also das ist das Profil. Hier mit dem Einstellungen bearbeiten könnt ihr auch direkt in das Bearbeiten des Profils springen. Ihr könnt hier andere Leute in das GFM-Netzwerk auf Yammer einladen. Also wenn ihr wisst, Freunde, Bekannte, Leute aus eurem Stammtisch, aus eurer Regionalgruppe, die eine gfm.de E-Mail-Adresse haben, das ist wichtig, na, dann könnt ihr hier auf Einladen gehen und hier deren Namen eintragen und dann kriegen die automatisch eine E-Mail auf die gfm.de Adresse, wo sie quasi eingeladen werden. Dann gibt es das Gruppenverzeichnis, da gehe ich mal hier auf alle Gruppen, dann sieht man sozusagen Gruppen, die es im Netzwerk gibt. Da kann ich auch direkt Gruppen beitreten, wenn die entsprechend so eingestellt sind, dass ich das darf. Also wer zum Beispiel hier sagt, was die Franziska gerade gestartet hat, diese Vernetzungsinitiative innerhalb der GFM, gab es gerade einen Mitgliederbrief dazu. Wow, was für ein Netzwerk, ist eine Gruppe, kann ich hier beitreten. Ihr seht, ich bin schon beigetreten, ich könnte jetzt hier die Gruppe auch wieder verlassen. Das mache ich natürlich nicht. So, dann gibt es das Personenverzeichnis. Dort könnt ihr durch ein alphabetisches Verzeichnis aller Personen browsen, die sozusagen auf GFM, auf dem GFM Yammer drauf sind. Man sieht hier Annette, man sieht auch hier wieder, wer ist online, der kleine grüne Punkt. Seit wann sind die dabei, wie viele Follower haben sie und man kann auch direkt hier sozusagen den Leuten direkt folgen. Man sieht, ich sehe da, folge da schon relativ viel. Ich zeige euch mal, gehe einfach mal hier. Dem Rainer, wenn ich nicht mehr folgen wollen würde, kann ich hier drauf und dann wandelt sich das hier letztendlich in ein Folgensymbol. Wenn ich ihm wieder folgen will, dann mache ich das hier so. Das ist so ein bisschen wie das Freunde werden oder folgen, wie ihr es vielleicht von Twitter auch kennt. Das ist das Personenverzeichnis, Dateien. Dort habt ihr nochmal zentralen Zugang zu all euren Dateien, aber auch Dateien, die offiziell, also alle Dateien, die irgendwo im Netzwerk sind, die ihr sehen könnt. Offizielle Dateien gibt es jetzt noch keine, da könnte die GFM was weiß ich, eine Präsentation bereitstellen oder Vorlagen für die Stammtische, nur Sachen, die ich als letztes verwendet habe, Dateien, denen ich folge. Da gehe ich jetzt aber nicht im Detail darauf ein, weil das brauchen wir letztendlich für GFM 25 nicht. Schauen wir mal, ob wir da noch was vergessen haben. Apps vielleicht wichtig, ja, wie bei Twitter auch, nutzt man eigentlich, und das zeige ich euch nachher auch noch auf dem Mobiltelefon, Yammer kaum im Web, also vielleicht 15% der Nutzung von Yammer mache ich im Web. Man sieht hier auf der rechten Seite iPhone-Apps, iPads, iPad-Apps, Windows-Phone-Apps, eine Windows-Desktop-App, eine Android-App ist da zur Verfügung gestellt und so ist es eigentlich viel natürlicher, dass man Yammer nutzt. Da kriegt man auch aufs Telefon dann Push-Notifications, also man sieht, wenn im Netzwerk was passiert ist. Kleines Gimmick hier drunter sieht man von den Leuten, die jetzt im gfm.de sind, wer nutzt entsprechend diese App. Also ich sehe hier, der Andreas Matern nutzt die Windows Phone App. Wenn ich jetzt Windows Phone habe und habe da Schwierigkeiten mit oder brauche jemanden, der mir mal kurz erklärt, wie das geht, könnte ich da dem Andreas kurz eine Nachricht einfach schicken. So, das sind die Apps, genau. Da kann man sich auch abmelden hier unten. Den Rest braucht man, denke ich, nicht. Vielleicht noch als kleinen Hinweis, hier in der linken Spalte kann ich auch Gruppen erstellen. Also wenn ihr jetzt ein Regionalgruppe habt, eine Fachgruppe habt, könnt ihr hier draufklicken und könnt entweder eine interne oder eine externe Gruppe erstellen. Da ist der Unterschied der, eine interne Gruppe können nur Leute, die eine gfm.de E-Mail-Adresse haben. Eine externe Gruppe können auch Leute mit externen E-Mail-Adressen, also was ich, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, die Fachgruppe, die sich mit der DGQ zusammen um Wissensmanagement und ISO 9001 kümmert, die haben natürlich, die DGQ-Leute, keine GFM-Adresse, da macht man hier eine externe Gruppe, gibt deren Namen und kann dann eben Leute auch mit externen E-Mail-Adressen hinzufügen. Ist für uns für GFM 25 aber jetzt auch nicht so wichtig. Und auch nicht so wichtig sind unten die privaten Nachrichten, das ist so ein bisschen wie eine Mailbox, könnte man sagen, ich klicke hier mal drauf. Das ist auch, wie es in Twitter ist, da gibt es ja auch Private Messages, ne? Kann ich auch Einzelpersonen sozusagen eine Nachricht schicken, man sieht hier Benjamin aus dem Beirat hat mir eine geschickt, kann ich hier auch antworten drauf, aber auch da ist es so, wenn man so persönliche Nachrichten macht, macht man das eigentlich tendenziell eher über E-Mail oder über Messenger, Threema und so weiter, als jetzt hier, aber wie gesagt, man kann es verwenden, wenn man möchte. So, dann kommen wir mal zum Hauptbereich eigentlich, gehen wir hier auf die Startseite wieder zurück. Hier in der Mitte, das ist so aufgebaut,
dass man auf der einen Seite hier unterhalb dieser Linie den sogenannten Aktivitätenstrom hat. Gehen wir mal nach unten. Also hier sieht man, Moment, also die Inhalte des Aktivitätenstroms sind auch chronologisch rückwärts sortiert. Das heißt, immer wenn hier jemand was kommentiert oder was Neues schreibt, dann taucht es oben auf. Könnt ihr euch vorstellen wie ein Tagebuch. Hier kann man so rückwärts lesen, geht man hier so ganz nach unten, muss man jetzt nicht alles lesen. Und dann lädt hier unten der Aktivitätenstrom automatisch nach, lädt die nächsten Neuigkeiten. Also wie gesagt, da ist Funktionalität eigentlich genau wie bei Facebook. So, dann gehen wir mal hier ganz nach oben. Hier in diesen oberen Teil, da könnt ihr nämlich jetzt aktiv werden. Das ist für GFM25 sehr wichtig. Das ist das sogenannte Status-Update. Da steht hier innen drin, falls ihr es gerade gesehen habt, woran arbeitest du gerade? Das ist immer so eine Leitfrage, da müsst ihr natürlich nicht reinschreiben, woran ihr arbeitet, sondern könnt ihr jede Art von Gedanke, Beitrag und so weiter reinschreiben. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, nehme gerade ein Video zur Nutzung des GFWM Yammer auf. Ja, das ist so, wie ihr in Twitter vielleicht was schreiben würdet. Jetzt kann man hier unten noch, das ist eine Besonderheit, eine Zielgruppe angeben. Standardmäßig ist das immer gesamtes Unternehmen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es innerhalb des Yammer-Netzwerks gibt einen großen Raum, vielleicht so wie die Lobby des Vereins, könnte man sagen. Das ist hier gesamtes Unternehmen, auch wenn wir kein Unternehmen sind. Alles, was ihr da reinpostet, das kann jeder sehen, der sozusagen Zugriff zum Netzwerk hat. Ich könnte das auch rausmachen und könnte hier eine Nachricht an eine einzelne Person oder zum Beispiel an diese WoW, was für eine Netzwerkgruppe von Franziska, die wir gerade gesehen haben. Und dann würde quasi das Status-Update nur in diese Gruppe reingehen. Ne, das mache ich jetzt nicht. Ich lasse das an gesamtes Unternehmen, weil die GFM25-Initiative ja auch für alle Mitglieder letztendlich sein soll. Und damit gehört es hier rein. Was ich auch noch machen kann, ist Themen hinzufügen. Thema ist quasi Hashtag oder Tag, wenn ihr das vom Bloggen vielleicht kennt. Ne, also ich könnte jetzt mal sagen, GFM25 soll hier das Hashtag sein, dann ist es hier dazugefügt. Dann kann man in dem langen Strom von Aktivitäten immer auch auseinanderfiltern, was gehört denn jetzt zu dieser Initiative. Ja, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn jemand, ein anderes Beispiel, der Andreas zum Beispiel schreibt irgendwas zum Knowledge Camp. Knowledge Camp in Potsdam hat das Hashtag GKC17. Ja, und dann würde er da GKC17 als Hashtag verwenden. Dann kann man sich das filtern und im Prinzip sagen, so, was gehört denn jetzt hier alles dazu? Schaue ich schnell auf meinen schnellen Spickzettel. Genau, was man hier noch sieht, ich kann einem Post, einem Status-Update, eine Datei hinzufügen, entweder ein Bild, irgendwas aus eurem OneDrive, irgendwas, was in Yammer in den Dateien steckt, was ihr da schon habt, kann man teilen. Also zum Beispiel eine Notiz, ne, wenn es von einem Stammtischtreffen eine Notiz gibt, beispielsweise ein Protokoll, können wir das hier mit anhängen oder eben auch eine Datei vom Computer hochladen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Ich poste das jetzt mal direkt, weil dann sieht man auch diesen Post. Man sieht, es wird oben eingestellt, also so wie beim Tagebuch sozusagen immer auf die letzte Seite geschrieben, dass man da reinschauen kann. Auch vielleicht interessant, jetzt nicht für GFM25, aber generell, wenn man jetzt so über Working Out Loud im Kontext der GFM nachdenkt zum Beispiel, es gehen nicht nur Status-Updates mit Text, sondern man kann auch Abstimmungen machen. Also man kann eine Frage stellen und Optionen bereitstellen. Ich habe gestern mal gecheckt, bis 20 habe ich das mal erweitert. Also 20 gingen auf jeden Fall. Das heißt, da gehen relativ viele, so ähnlich wie Doodle vielleicht, zu nutzen. Und man kann auch einzelne Personen loben. Und man sagt ja den Deutschen nach, dass die mit Lob immer sehr sparsam sind. Das heißt, wenn jemand mal was gut gemacht hat, kann man ihm darüber auch ein Lob zukommen lassen. Ich habe hier gestern mal, damit man das mal sieht, hier den Andreas gelobt, weil er gerade halt massiv irgendwie dabei ist, das Knowledge Camp zu organisieren. Und da auch reingeschrieben, dass er da großes Lob dafür verdient. Gleichzeitig aber auch noch ist uns jetzt jemand aus dem Livestream-Team abgesprungen. Falls da jemand Interesse hat, kann er das jetzt hier auf dem Yammer-Netzwerk halt mitbekommen und sich dann beim Andreas vielleicht direkt melden. Genau, soweit vielleicht zu den Status-Updates oben. Jetzt können wir uns mal einzelnen Eintrag anschauen. Was kann ich an so einem Eintrag machen? Also ich sehe hier, der ist in gesamtes Unternehmen. Hier bei Franziska steht zum Beispiel in der Gruppe, also in dem Stream, werden alle Aktivitäten aus allen Bereichen in Yammer aggregiert. Und was naheliegend ist, kennen wir auch von Facebook und Co., gibt es hier natürlich den Like- oder Gefällt-mir-Knopf. Den könnt ihr drücken. Dann gibt es den Antworten-Knopf. Das heißt, dann kann ich hier unten
einfach eine Antwort schreiben. Das wird dann als so eine Threaded Discussion, wie man es vielleicht aus Diskussionsforen kennt, dargestellt. Dann kann ich einen Inhalt teilen mit einer privaten Person oder einer Gruppe. Also falls ihr sagt, das ist jetzt irgendwie spannend, das ist für einen Kollegen bei mir am Stammtisch interessant, statt jetzt da irgendwie einen Screenshot zu machen und das per E-Mail zu schicken, E-Mails kriegen eh alle genug, denke ich, könnt ihr es direkt hier im Netzwerk teilen und derjenige bekommt dann eine Benachrichtigung. Den Bearbeiten-Knopf seht ihr wahrscheinlich bei meinen Posts nicht, den sehe ich nur, weil ich quasi der Owner bin. Das heißt, ich könnte im Nachgang, wenn ich jetzt hier einen Link vergessen hätte oder so, könnte ich den noch dazu fügen. So, und dann gibt es hier nochmal die drei Punkte. Da sind auch nochmal ein paar spannende Sachen drin. Zum einen mal folgt ihr automatisch allen Inhalten, die ihr selber erstellt habt. Das heißt, wenn jemand dann auf eure Sachen reagiert, einen Kommentar schreibt zum Beispiel, dann kommt das hier oben in die Benachrichtigung. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr hier dem Inhalt entsprechend auch nicht mehr folgen. Hier ist diese Lesezeichenfunktion, sind wir vorhin schon mal drüber gestolpert, wenn ihr jetzt in eurem Aktivitätenstrom was habt, was ihr euch für später merken wollt, dann könnt ihr hier auf Lesezeichen klicken, kommt oben die Nachricht, dass die Nachricht entsprechend mit dem Lesezeichen versehen worden ist. Zeige euch gleich auch noch, wo das dann landet. Also das geht, ich kann mir den Link, wenn ich doch eine E-Mail auf einen Post schicken möchte, den Link in die Zwischenablage kopieren, den ganzen Thread anzeigen. Wenn die Diskussion länger wird, dann blendet Yammer sozusagen die Kommentare aus und zeigt nur noch die letzten an. Ich kann hier neue Hashtags oder Themen hinzufügen. Ich kann es auch löschen. Auch das wieder kann ich nur, weil ich quasi der Owner dieses Beitrags bin. Genau, so zeige ich euch gerade, wo entsprechend dieses Lesezeichen, was wir gesetzt haben, landet. Das ist hier bei Textmarken, also ist nicht ganz konsistent. Ich setze ein Lesezeichen und es landet bei Textmarken, aber hier habe ich mir das jetzt entsprechend gemerkt, wenn ich das halt öfter brauche. Und hier kann ich es dann auch wieder Lesezeichen entfernen, dann verschwindet der Post auch wieder. Dann ist er entsprechend weg. Sehe ich gerade, hier oben gibt es ein kleines rotes Zeichen, irgendjemand hat reagiert. Das sieht man hier, der Günther Hartmann hat gerade angefangen, mir zu folgen. Also während ich das Video sozusagen aufnehme, sieht man schon, es ist Aktivität im Netzwerk. Sieht auch, der Günther ist hier auf grün, also ist gerade online, ist in jedem angemeldet. Wenn ich jetzt mit ihm was besprechen müsste, könnte ich ihn direkt kontaktieren und ansprechen. So, dann gehen wir mal noch in die rechte Spalte, der Vollständigkeit halber. Kollegen einladen hat man schon mal, auch da wieder das gleiche Funktion. Das geht nur mit Menschen mit gfm.de-Adresse. Über die Apps sind wir schon mal gestolpert. Und dann ist es so, dass Yammer natürlich, weil die Idee von so einem Enterprise Social Network ist, Menschen miteinander zu vernetzen, immer auch vorschlägt, wer denn vielleicht Kandidaten sind, mit denen man sich vernetzen könnte. Das passiert auf Basis von Algorithmen, wo ich jetzt auch nicht näher weiß, wie die funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, Angelika, die ist jetzt mit im Beirat zum Beispiel, also hat die gleiche Rolle wie ich. Und jetzt sagt ihr immer, das wäre vielleicht interessant und wenn ich das möchte, kann ich entweder hier mir Angelikas Profil anschauen, um erstmal zu gucken, ob der Vorschlag für mich überhaupt was ist. Das sieht man jetzt, Angelika ist noch gar nicht registriert, das fehlt noch. Aber wenn sie das wäre, dann könnte ich quasi hier bei den empfohlenen, dauert einen Moment, bei den empfohlenen Personen direkt hier auf Folgen, das gleiche mit Benedikt Lutz. Und dann folge ich jetzt Benedikt Lutz und hier kommt ein neuer Vorschlag. Und identisch funktioniert es mit den Gruppen. Im Moment haben wir noch nicht so viele Gruppen. Das heißt, das ist noch sehr übersichtlich. Aber wenn man sich jetzt mal vorschlägt, viele Fachthemen oder Sessions, die aus dem Knowledge Camp kommen, die nachbearbeitet werden wollen oder einfach auch Interessensgruppen, die sich zu bestimmten Themen austauschen wollen, dann könnte mal das Gruppenverzeichnis sehr groß werden und dann wird es entsprechend unübersichtlich. So, damit sind wir durch die Benutzeroberfläche einmal durch. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch das gleich noch mal kurz auf der App. Also wenn ihr jetzt so unter mein Video mal schaut, mache ich einfach mal die App auf. Das sieht dann ungefähr so aus. Wahrscheinlich startet die bei euch so. Also man sieht jetzt schon diesen Post, den ich gerade gemacht habe. Nehme gerade ein Video zur Nutzung auf, den sieht man hier schon. Und ich kann hier einfach durch die einzelnen Posts hindurch. Man sieht, ich kann hier auch die einzelnen Beiträge mit Gefällt mir markieren. Ich sehe so die Kommentare angedeutet. Ich kann auf einen Post drauf, sehe dann auch die ganze Diskussion. Wenn mir dort irgendwie was gefällt, kann ich auch hier drin direkt den Gefällt mir-Button klicken, kann antworten. Also es sind nicht alle Funktionen, die ihr von der Web-Anwendung kennt, sind auch auf der Yammer-App verfügbar. Ich kann jetzt hier nur für iOS sprechen, weil die anderen Apps kenne ich nicht. Aber wie gesagt, dafür, um einfach unterwegs mal zu sehen, hier gibt es drei neue
Benachrichtigungen ja immer mal da reinzugucken, kurz zu lesen, zu reagieren, zu antworten. Dafür ist die App tatsächlich perfekt. Das heißt, da empfehle ich euch, euch die zu installieren. Und Anmeldung dort in der App funktioniert natürlich ganz genauso mit dem Login, mit dem gvm.de E-Mail-Account. Ja, damit sind wir durch. Was wird jetzt in der GVM 25 passieren auf Yammer? Future Backwards. Ich werde in den Blogpost einen Link machen. Das ist eine Methode von dem Dave Snowden. Der stellt im Prinzip 5 Fragen, nämlich wo stehen wir in Bezug auf ein Thema heute? Warum stehen wir da? Also was sind Ereignisse der Vergangenheit, die uns dahin gebracht haben? Was ist unser Heaven, also unsere Vision? Wo wollen wir hin? Da sage ich jetzt einfach mal, deswegen heißt es GVM 25 im Jahr 2025. Also was stellen wir uns da vor als Mitglieder? Was würden wir da gerne erreicht haben gemeinsam? Vierte Frage ist, was ist unsere Hell, wie Dave Snowden sagt, also unsere Antivision? Was soll auf keinen Fall passieren? Und das fünfte ist dann, wie kommen wir sozusagen vom Heute, vom Current State in den Himmel, ohne dass wir in die falsche Richtung in Hölle abbiegen. So, und das werde ich jetzt nach dieser Auftaktwoche, also jetzt heute am, was haben wir heute für ein Datum? Schnell schauen, weiß ich gar nicht. 31. Juli, diese Woche ist mal eine Auftaktwoche, wo es darum geht, möglichst viele GVM-Mitglieder auch auf das Social Network, auf Yammer zu bringen. Wenn ihr Leute nur im Netzwerk kennt, schaut, dass sich das rumspricht, helft den Leuten bei den ersten Schritten. Ich weiß, das ist immer nicht alles ganz selbsterklärend, aber ich denke, das macht Sinn, jetzt einfach die Woche darauf zu spendieren. Sagt es vielleicht auch in einem Stammtisch oder schickt es auf allen Mailverteilern rum. Und dann werden wir einfach die 5 aufeinanderfolgenden Wochen genau diese 5 Fragen stellen. Die stelle ich dann hier einfach per Status-Update in Yammer. Und ihr könnt dann mit der Kommentarfunktion quasi darauf antworten, die beantworten. Wenn ihr irgendwie längere Ausführungen habt, könnt ihr auch gerne in eurem Blog die beschreiben oder eine Datei dort anhängen. Also das ist völlig offen. Und das heißt, jeweils Montag um 10 Uhr poste ich dann eine der Fragen in 5 aufeinanderfolgenden Wochen. Und dann sind wir eigentlich quasi auch schon fast in der Woche vom Knowledge Camp. Das ist 14. 15. Oktober in Potsdam. Das heißt, dann diese 3 Tage, 11. bis 13. werde ich verwenden, um alles, was in GVM 25 als Input gekommen ist, mal zu konsolidieren. Ich werde es auch im Blog auf gvm.de bereitstellen, dann kann man da nochmal vielleicht kurz diskutieren. Aber hauptsächlich wird es darum gehen, dann auf dem Knowledge Camp eine Session dazu zu machen und zu schauen, ob wir da eine gemeinsame Idee und Fahrplan für die Zukunft entwickeln können. Ja, das war es von meiner Seite. Wenn irgendwie noch Fragen sind, unter dem Video auf YouTube kann man kommentieren, könnt ihr gerne stellen. Und wie gesagt, schaut, dass sich das in eurem Netzwerk rumspricht, helft euch gegenseitig, dass wir da möglichst lebendige Initiative hinbekommen und uns da gut austauschen können. Danke!